Ich befinde mich in dem wahrscheinlich gehyptesten Ort Australiens, Byron Bay. Und hier gibt es eine Menge Celebrities und Stars. Und unter anderem hat auch der weltberühmte Hollywood-Star Mark Wahlberg hier eine Filiale seiner Burgerkette Wahlburgers. Diese werden wir natürlich in diesem Video testen. Aber zuerst beginnen wir den Tag mit einem Frühstück. Und zwar auch von einem Celebrity, und zwar Chris Hemsworth. Der lebt nämlich in Byron Bay und hat sich hier für 30 Millionen australische Dollar eine fette Villa hingebaut. Der liebt diesen Ort und unter anderem auch diesen Frühstücksspot hinter mir. Die Rede ist von Topshop. Es gibt auch etliche Fotos, wie er schon ein paar Mal hier war. Anscheinend ist er immer wieder anzutreffen. Wer weiß, vielleicht treffen wir ihn in dem Video auch. Er soll nur wenige 100 Meter von hier entfernt wohnen. Was auf jeden Fall jetzt schon mal auffällt, was krass ist, man kann hier anscheinend sich auch einfach auf den Rasen setzen und dann hier direkt ordern und dann hast du dein Breakfast oder was auch immer hier im Rasen. Ich würde sagen, wir gehen mal rein und schauen mal, wo Chris Hemsworth frühstückt. Und der erste Eindruck des Cafés war schon wirklich hervorragend. Ich liebe es, wenn es in Restaurants sowohl gesunde als auch ungesunde Sachen gibt. Dann kann man sich nämlich aus beiden Seiten das Beste raussuchen. Und natürlich wollte ich, wenn es geht, die gleiche Bestellung haben, die Chris Hemsworth hier meistens tätigt. Also habe ich das Personal nach dieser Bestellung gefragt, woraufhin die mir aber wahrscheinlich mit einer kleinen Ausrede entgegengekommen sind. Okay, alright. Ob das jetzt eine Ausrede war, um seine Privatsphäre zu schützen oder sie es wirklich nicht weiß, sei mal dahingestellt. Verstehen kann ich es auf jeden Fall. Ey, ich habe euch gerade ein bisschen Schmarrn erzählt. Ich bin manchmal so ein kleiner Stalker und ich habe jetzt herausgefunden, wo der tatsächlich wohnt. Und er wohnt 15 Minuten entfernt von hier. Mitten in der Natur. Er hat ein riesiges Haus. Zeigen wir euch mal. Schaut komplett krass aus. Ich bin auch ein riesiger Chris Hemsworth-Fan. Nicht ganz so krass wie The Rock, aber damals habe ich wegen ihm und seiner Figur bei Thor mit Fitness angefangen, weil ich damals als Teenager auch so ausschauen wollte. Das ist jetzt hier ein Breakfast-Burger. Das passt ganz gut zu den Sachen, die wir später noch testen. Der besteht jetzt hier aus einem Hash-Brown, einem Spiegelei, etwas Bacon sowie hier drunter etwas Gemüse. Das scheint hier wirklich so ein Ding zu sein in Australien, ne? Also so, ach ja, Avocado haben wir auch noch drauf. Breakfast Burger. Gar kein Fleisch wirklich drauf, außer dem Bacon. Vermisst man aber auch gar nicht. Schmeckt ehrlich gesagt extrem geil. Wow. Man hört vielleicht, also der Crunch ist richtig geil da von dem Burger. Mega viel Juiciness. Richtig, richtig saftig. Und im Endeffekt ist das ein Spiegelei mit Hashbrown und Bacon. Boah. Wow, der ist extrem gut. Oh mein Gott. Der ist viel besser, als ich gedacht hätte. Saftig. Vom Geschmack her richtig schön fettig und geil. Vielleicht bestellt sich Chris Hemsworth aber auch etwas Gesundes hier. Schließlich ist der Typ ziemlich in Form. Er gönnt sich zwar auch ab und zu mal einen Cheat, aber dann könnte es sein, dass er sich hier so eine Acai-Bowl rauslässt. Ich krieg's nicht mehr rauslassen. Eine Acai-Bowl bestellt und die sieht dann wie folgt aus. Kostet 10 Euro. Das schmeckt auch unnormal geil. Das Obst ist hier halt in Australien sehr frisch, weil die das alles hier selber anbauen können. Hier gibt es alles mögliche an Klima, von Wüste bis Dschungel, bis wie in Europa. Das ist dann in Melbourne. Ganz, ganz, ganz frisch. Ganz simpel. Und das Ding hier hat mich einfach nur angelacht. Das ist ein Cookie mit Milchcreme drin und ich finde, der sah einfach so schön. Wow. Sieht aus wie ein Oreo. Ja. Schau mal, wie chewy der sich auseinanderteilen lässt. Und dachte ich mir, das müssen wir einfach bestellen und mal probieren. Ach du heilige Scheiße. Das ist wie ein Brownie mit dieser Creme von der Milchschnitte dazwischen. Oh mein Gott. Sophia muss auch probieren. Oh mein Gott. Wow. Wow. Der schmeckt richtig lecker. Echt wie so ein Brownie mit so Milchschnitte. Ja. Ich weiß, ihr würdet jetzt auch gerade gerne reinbeißen wollen, aber ihr könnt es nicht. Ey, wirklich, die Australier, die können essen richtig, richtig gut. Wir sind jetzt 2 Wochen hier und wir haben jedes Mal hier gut gegessen in Australien. Es ist immer frisch und geil, deswegen bin ich sehr gespannt, was uns hier heute noch erwartet. Aber der Spot ist richtig geil, finde ich. Extrem. Die Lage auch wunderschön, irgendwie mit den Palmen und so. Einfach nur extrem geil und das Ganze hat uns jetzt 40 Euro gekostet, inklusive eines grünen Smoothies mit ordentlich Vitaminen. Wir lassen uns schmecken. Es schmeckt phänomenal. Dieses köstliche Frühstück wurde bei angenehm 30 Grad genossen. Was war das bitte für ein geiles Frühstück? Viel geiler, als ich gedacht hätte. Und ja, ich bin richtig, richtig happy mit dem guten Essen im Bauch. Befinden wir uns hier gerade in unserem Airbnb, was wir uns gemietet haben. Für sowas zahlt man hier übrigens 150 Euro in Australien. Schaut echt ganz geil aus und ist alles so in einem einzigen Raum. Und ich habe mir was gekauft, was ich mir jetzt reinziehen werde mit euch gemeinsam, und zwar den hier Brain Boost, denn für mich geht es gleich auf ins Gym. Danach geht es dann direkt weiter zum nächsten Laden. Das Ding hier habe ich im Biomarkt gekauft. Brain Boost, 106 Milligramm Koffein aus grünen Kaffeebohnen. Ja, es sind noch ein paar Adaptogene auch drin. Es ist halt hier so ein Hippie-Dorf auch ein bisschen. Also genau genommen nicht nur ein bisschen, sondern eigentlich ist Byron Bay ein ziemlicher Hippie-Ort. Manche sagen auch, es ist das neue Hollywood von Australien.
Leider nicht so geil, wie ich gedacht hätte. Mixed Berry steht drauf, schmeckt aber wie Red Bull. Das Normale. Wie auch immer, ich ziehe mich kurz um und dann geht's auf ins Gym. Was ich euch gar nicht gesagt habe, unser Airbnb befindet sich genau hinter uns und das Fitnessstudio, in dem ich trainiere, genau auf der anderen Straßenseite. So, und jetzt, keine Ausreden, ist das Motto. Wer Burger essen will, macht auch Sport und den ziehen wir natürlich durch. Auch wenn heute Leg Day ansteht. Und dieses Training hat richtig gescheppert. Man konnte nämlich hier an der frischen Luft draußen trainieren. Und nach dem bisher köstlichen Essen war die Motivation für den Sport richtig da. Also habe ich unter anderem mal ein paar Reifen bewegt oder natürlich an der Beinpresse ein bisschen Gewicht. Schwitzen tut man hier bei der Wärme extrem. Umso besser, dass ich immer in den besten Sportsachen gekleidet bin. Und zwar in dem Fall von Gymshark. Hier zum Beispiel die Apex Shorts und ein Seamless T-Shirt. Beides atmungsaktiv und sitzt super. Und das Geile ist, dass ihr eure Frühlingsoutfits bei Gymshark aktuell günstiger shoppen könnt. Denn die sind 20% reduziert und mit meinem Code Franklin kriegt ihr nochmal 10% on top auf die bereits reduzierten Preise. Schaut gerne mal auf der Website vorbei, sehr viele geile Sachen. Diese Shorts feiere ich zum Beispiel sehr. Und für meine 33% weiblichen Zuschauer da draußen gilt das natürlich auch. Auch die Frauensachen sind reduziert und könnt mit dem Code Franklin, egal wann, immer nochmal auf die Preise auf der Website sparen. Vergesst das nicht, viel Spaß beim Shoppen, weiter geht's im Video. Sport abgehakt für heute und jetzt wird's Zeit für den nächsten Burger. Ja, ihr habt richtig gehört, es geht zu einem Burger und zwar auch zu einem Celebrity Food Hotspot an der Stelle, auch wieder von Chris Hemsworth. Wenn ich einfach hier schon mal in Byron Bay bin, möchte ich das Ganze mal unbedingt probieren. Und generell muss ich sagen, der Vibe hier ist richtig nice in Byron. Das ist ein Ort, den ich euch echt empfehlen kann. Auf dem Zweitkanal gibt es dazu auch Vlogs. Es ist irgendwie, ja, so sehr tropical. Wir packen es nachher auch noch an den Strand. Bin ich mal gespannt, wie der wird. Aber jetzt schauen wir hier erstmal ins Bayleaf Café rein. Wir werden jetzt hier den Bayleaf Aussie Burger testen. Sophia, was glaubst du? Das Essen hier wird wahrscheinlich wieder köstlich schmecken, ja, oder? Ja, sieht schon richtig gut aus, der Laden. Das hier ist der Burger. Und wieso möchte ich den testen? Erstens, geiler Spot hier. Zweitens, wenn wir nachher den Burger von Mark Wahlbergs Kette testen, möchte ich wirklich davor erstmal den hier als Referenz haben, um zu wissen, wie so ein Burger in Australien schmeckt. Das habe ich mir noch nicht. Ich glaube aber, ohne dass ich ihn schon probiert habe, dass der krass schmecken wird. Das ist schon wieder so ein Restaurant hier in Australien, wo alles so frisch ist. Und ich weiß jetzt schon, der wird mega intensiv schmecken und geil wahrscheinlich. Super simpel gemacht. Hier so ein schönes Brioche-Bun, was sehr, sehr butterig bestrichen ist. Dann haben wir hier so eine Black Garlic Soße, hier Radish quasi, dann ordentlich Käse, kein Smash Patty, einfach eine simple, geile, dicke Ochsenherztomate und hier drunter noch etwas Salat. Und ich werde jetzt etwas machen, was ich normalerweise nie mache. Hello darkness, my old friend, Leute. So schaut das Ganze aus. Und ich würde sagen, wir beißen mal rein, sieht sehr selbstgemacht und delicious und juicy aus. Man sieht hier noch richtig schön die Kruste, die am Fleisch dran war. Also es war doch so ein bisschen gesmashed auch, das Fleisch. Mmh. Schmeckt genauso, wie er ausschaut. So richtig simpel, ohne großen Schnickschnack, einfach richtig geil. Ich habe mich vorhin mit einem Australier unterhalten, der meinte, dass die Sachen hier so gut schmecken, weil alles super frisch ist. Alles ist hier halt regional aus der Ortschaft, aus den Ortschaften, aus Australien und nicht so wie bei uns in Europa, wo alles so dicht besiedelt ist. Und man halt quasi die Agriculture viel schneller alles farmen muss und sowas. Und hier hat alles ein bisschen mehr Zeit. Weil die schmecken die Sachen intensiver und das merkt man. Ich werde hier echt noch zu einem richtigen Australien-Fan, ich sag's euch. Der hier, der kann auf jeden Fall was. Bekommt von mir eine solide 8,5 von 10. Ich bin gespannt, was der Burger von Mark Wahlberg kann. Bei dem wollte ich schon ewig testen. Habe ich schon eine Menge drüber gehört. Aber bevor wir da vorbeischauen, schauen wir erstmal vor Chris Hemsworths Haustür. Muss zocken. Und schauen an seinen Lieblingsstrand vorbei. Der soll auch sehr schön sein. Als wir beim Frühstück heute früh saßen, kam ein Mann zu uns her, der hier wohnt. Und der hat uns hier einen Strand empfohlen, zu dem wir jetzt gerade... Ah, chillig. Achtung, Triggerwarnung für Spinnen. Willkommen in Australien. Ey, da ist irgendeine Fledermaus oder so in einem Spinnennetz eingepackt. Ja gut, also das hier ist unser Weg runter zum Strand auf jeden Fall. Die Natur ist hier ordentlich am Start und der Strand soll mit der schönste sein, den es hier gibt. Und tatsächlich ziemlich genau unten am Strand, oben wohnt dann eben auch Chris Hemsworth, wie auch immer. Hier geht's runter und wir werden wahrscheinlich ziemlich alleine sein. Ich greife noch auf Spinnennetz durch. Ah, cool. Du hast aber nichts, was auf dir rumkrabbelt, keine Angst. Soll ich vielleicht vorgehen? Coastal Python, sehr geil. Wir sind hier in einem Python-Gebiet. Pythons sind nicht so giftig, die beißen nur. Oh, ja. Und die sind erwürgen einen. Ah. So, ich lass mich mal vorgehen. Wo bringst du mich hin? Bis ich sterbe. Eigentlich nicht, ne? Ja. Deswegen lässt man auch immer den Mann vorgehen. Komm, wir machen ordentlich Lärm. Scheiße. Ey, das ist halt wirklich. Also, das ist schon echt so ein bisschen so. Ja, also, Survival at its best. So, 5 Minuten später, wir müssen den Trip leider abbrechen.
weil das jetzt hier immer so weitergeht und Sophia Angst hat, dass wir jetzt hier tatsächlich von einer Schlange oder so gebissen werden. Es geht jetzt hier noch so immer weiter. Das hier wäre der Strand. Sieht unnormal schön aus. Sowas gibt's hier. Also lasst das einfach mal kurz auf euch sacken. Ich find's richtig, richtig, richtig schön. Die Strände in Australien sind der absolute Traum. Man kann leider nicht immer überall baden, weil es natürlich Haie und Quallen und sowas gibt. Also sind wir zu einem der Nachbarstrände gefahren. Und auf dem Weg dahin haben wir natürlich auch wieder, wie es typisch in Australien ist, Kängurus gesehen. Den Strand, an dem wir dann waren, hatten wir natürlich auch wieder komplett für uns alleine. Das ist fast normal in Australien. Und ich muss wirklich sagen, dass ich dieses Land einem jeden Mal als Reise empfehlen kann. Das Wetter ist enorm geil, das Essen ist super, die Preise sind ähnlich wie in Deutschland und die Leute sind einfach nur extrem freundlich. Wenn ihr all das feiert und natürlich auch diese wunderschöne Natur, die ihr jetzt hier gerade sehen könnt, dann lohnt es sich vielleicht, demnächst mal ein paar Euro auf diese Reise zu sparen. Alrighty, wir haben jetzt gerade das Intro gefilmt. Jetzt geht's auf zu Wahlburgers, Leute. Das, wieso ihr das Video wahrscheinlich angeklickt habt. Es tut mir leid, dass ich das ein bisschen gezogen hat, aber es gibt einfach so viel, was man euch hier zeigen kann. Allein schon dieser traumhafte Strand hier sieht schon so phänomenal aus. Es ist alles so, man will alles zeigen am liebsten. Deswegen verzeiht mir das Ganze. Wir fahren jetzt kurz ein paar Minuten und dann testen wir den Burger von Mark Wahlberg. Das ist der Main Beach in Byron Bay und hat für mich einen absoluten California-Vibe. Nur eigentlich noch ein bisschen besser. Was auch was mit den USA zu tun hat, ist Wahlburgers. Burgers. Denn das ist eine US-Kette mit etwas mehr als 90 Filialen weltweit, die den drei Wahlberg-Brüdern, wovon Mark Wahlberg natürlich der bekannteste ist, gehört. Die letzten Jahre sind sie immer mehr und mehr expandiert und tatsächlich relativ erfolgreich. Der Laden hier in Byron Bay hat erst vor wenigen Monaten aufgemacht, spricht also alles dafür, dass wir jetzt hier eigentlich super Essen bekommen müssten. An dem modernen Eingang ging es vorbei, man kann hier sogar auch Merch kaufen, sah alles ziemlich fresh und clean aus. Und auf der Karte fiel mir auf, dass die Soßen für die Burger und Pommes besonders gut sein sollen und hervorgehoben wurden, da sie angeblich mit viel Liebe und Hingabe hergestellt werden. Schauen wir also mal, was die drei Wahlberg-Brüder kulinarisch zaubern. Wir haben hier ein ziemlich großes Menü, Leute, mit den verschiedensten Sachen. Wir haben uns auch eine dicke Bestellung gerade rausgelassen. Zwei Sachen, die mir jetzt schon negativ auffallen. Erstens, hier gibt es Burger und auch Pizza und eine riesige Auswahl an Sachen und das ist meist in einem Restaurant nicht so ein gutes Zeichen. Außerdem, wenn man einmal hier so ein bisschen in die Richtung rüberfilmt, ist kein Mensch außer uns hier. Wir sind fast alleine hier. Ich bin mal gespannt, wie das Essen jetzt wird. Wir haben viel bestellt und günstig ist es auch nicht. Mal schauen, was Mark Wahlberg da rauslässt. Die fette Bestellung ist da und bevor wir die Burger testen, habe ich mir gedacht, testen wir mal eine der Vorspeisen und zwar Boneless Tenders. Das sind einfach so richtig schöne, ich glaube Hähnchenfilet dürfte das sein oder Schenkel. Sieht aber eher nach Filet aus. Hier mit so einer Honey Glazed Sojasauce. Es macht einen extrem crunchy Eindruck. Mmh. Oh ja. Kalt kann man nicht kochen. Und wer zu ungeduldig ist zu warten, bis abgekühlt ist, verbrennt sich halt den Mund. Das waren jetzt 10 Euro. Hierfür, ich habe ja gesagt, dass es relativ teuer war. Finde ich aber, geht absolut klar dafür, dass man hier so viel Hähnchen hat. Und es ist sehr, sehr, sehr crunchy. Schmeckt ganz gut. Außerdem habe ich mir hier schöne Pommes bestellt. Und ihr habt ja gesehen, die Soßen sind sagenumwogen hier. Hier haben wir eine Honig-Garlic-Mayo mit den Pommes. Oh ja. Ja, hier nur in Australien gibt es eine Vegemite-Soße. Wir hatten in einem der letzten Videos ja schon Vegemite. Schaut es euch gerne an. Ja, schmeckt nach fast gar nichts. Doch, mir schmeckt voll Vegemite. Nee. Echt? Ich finde, das schmeckt eigentlich nur nach Mayo, ehrlich gesagt. Die Pommes sind jetzt eher so dickere Pommes, würde ich sagen. Schauen aber lecker aus, sind knusprig, kann man sich nicht beschweren. Ja, meine Pommes hier. Sophia hat hier schöne Trüffel. Trüffel-Parmesan. Boah, Trüffel-Parmesan-Fries von Sophia. Oh. Mm. Die sind geil. Mm. Die sind saugut. Bevor ich meine Burger probiere, probiert Sophia Marks Favorite, ja, den Impossible Burger. Mir läuft hier hinter der Kamera schon voll das Wasser im Mund zusammen. Ich darf nichts essen. Oh mein Gott, also das ist Mark Wahlbergs Choice. Das ist der vegane Burger. Boah, sehr saftig. Sehr saftig, geile Soße. Ist auf jeden Fall lecker, ja. Aber unsere Burger, die wir selber gemacht haben, die veganen, sind besser. Okay, also den Test hat er bei dir schon mal bestanden. 1 bis 10, was würdest du dem geben? 7. Okay. Oh, unterschätzt das mal nicht hier. Wenn ich alles täuscht, bin ich, glaube ich, gleich der erste deutsche YouTuber. Aber zumindest habe ich noch keinen anderen gesehen, der die Burger von Mark Wahlberg testet. Wir haben einmal hier den Double Decker. Der wird auch von seinem Bruder empfohlen. Zweimal Melted Cheese, richtig schönes Fleisch drin. Hier kein so angebuttertes Brioche-Bann, sondern das ist, wie soll man sagen, matt. Hier nochmal ein Chicken Burger mit einer Hähnchenbrust und ich muss leider sagen, die Hähnchenbrust schaut sehr, sehr, sehr traurig aus. Generell macht der Burger jetzt nicht so einen fröhlichen Eindruck. Aber er ist groß und vielleicht besticht er dadurch. Und wie der Käse hier geschmolzen ist, schaut auf jeden Fall sehr geil aus. Jetzt würde ich sagen, beißen wir mal in Mark Wahlbergs Burger. Burger.
krass. Man schmeckt einen richtig krassen Unterschied zu den Burgern von heute Mittag, muss ich sagen. Also genau das, was ich am Mittag so gelobt habe, schmeckt man hier halt nicht so krass raus. Das Fleisch hat bei weitem nicht so einen starken Geschmack wie der Burger heute Mittag, den wir vorhin probiert haben. Und das Brot auch nicht. Alles in allem nicht so viel Flavor. Was halt für Franchise-mäßig so große Systemgastronomie ein bisschen typischer ist. Die Patties sind auch ziemlich dick. Also das hier ist ein einzelnes Patty. Sehr, sehr viel Fleisch. Hätte man gar nicht double gebraucht wahrscheinlich. Ich werde den auch aufessen müssen, damit ich ein Review geben kann. Ich kann das nach so ein paar Bissen nicht. Jetzt würde ich sagen, haben wir hier noch den Chicken Burger mit so ein bisschen karamellisierten Zwiebeln drauf, etwas Lettuce, einer ganzen Hähnchenbrust und auch wieder so einer Mayo. Und hier auch noch, nee, hier haben wir frittierte Zwiebeln, hier haben wir karamellisierte Zwiebeln, so. Okay, den esse ich wirklich auch, bevor ich da irgendwas dazu sage. Ich hoffe, ich sage es gerade nur an dem ersten Bissen. Das war ein bisschen mehr eine Enttäuschung als Thomas Tuchel bei den Bayern. Ich muss sagen, obwohl ich auch Mark Wahlberg-Fan bin, ich finde den Typen eigentlich ganz cool, ich habe Ted und sowas extrem geliebt, war das wirklich nicht geil. Dieser Chicken Burger, den ich hatte, das war eine 4 von 10 oder eine 3 von 10. Und wir hatten hier in Australien schon welche von einer anderen Kette, die heißt Grilled. Auf dem Zweitkanal findet ihr dazu ein Video. Und der war deutlich besser als der von jetzt Mark Wahlberg. Und auch die anderen Sachen, die wir alle hatten, waren jetzt nicht super Katastrophe, aber wirklich keine geilen, guten Burger. Es hat einfach super fad geschmeckt. Ich bin sehr froh, dass ich heute auch die anderen Burger getestet habe, weil die waren super Vergleich. Dieser Breakfast Burger heute früh war so eine solide 9,3 von 10, würde ich sagen. Der hat mich richtig überrascht vom Geschmack. Nach dem und auch nach dem zweiten Burger nach dem Training hatte ich wirklich so dieses befriedigte, geile Gefühl. Da ist eine Achterbahn im Mund passiert und das Ding jetzt war einfach so eine Flaute. Ziemlich flach vom Geschmack. Sah ja, glaube ich, auch dementsprechend, ehrlich gesagt, auf Video aus. Sophia fand ihren Burger im Nachhinein, glaube ich, auch nicht so geil. Ich würde dem auch so eine 6 geben oder so, oder eine 5. Ja, 60 Euro hat uns das Abendessen gekostet. Dafür haben wir es jetzt getestet und ihr müsst vielleicht nicht testen. Habt ihr schon mal getestet? Schreibt es in die Kommentare. Es ist auch ein Franchise. Es kann natürlich von Location zu Location unterschiedlich sein. Und wir hoffen, dass euch das Video hier aus Byron Bay gefallen hat. Wenn ihr es noch nicht gemacht habt, lasst ein Abo da, denn es kommen noch ein paar Videos aus Australien. Bis zum nächsten Mal. Over and out. Ciao. Wir haben hier ein ziemlich großes Menü mit einer... Ah, falsche Seite. Das ist wahrscheinlich so ein Clip, der im Outro landet.